So, wir sehen da gerade einen Creeper, der da irgendwie nicht runterkommt. Ich habe hier mal so ein kleines Fenster reingemacht. Irgendwie haben wir nämlich das Problem, dass hier unten nicht ankommt. Hier nicht und auch ein Monster nicht. Das heißt, wir müssen mal gucken, ob wir nicht vielleicht das ganze Ding verbreitern müssten. Also den Schlot, der da runterkommt. Wenn das jetzt die Effizienz ein bisschen schmälert, was ich jetzt hier mache, mache ich hier mal so ein so, und dann nehmen wir mal die Fackel hier weg. Mal kurz hoch. Ist nichts zu sehen. Hier sind auch keine Monster zu sehen. Es ist komisch, warum die so schlecht spawnen. Aber vielleicht laufen draußen genügend rum. Das weiß man natürlich nicht. Sie nach draußen laufen so rum. Aber hier drinnen nicht. Merkwürdige Sache. Gut, das Skelett kommt jetzt da lang. Ich sehe gerade, wir müssen mal was essen. Scheinbar ist da nicht genügend Strömung.
Nur die Admonster-Falle funktioniert so nicht mehr. Das wäre natürlich ärgerlich. Achso, was ist denn hier? So, okay, versuchen wir mal was Neues. Wir nehmen nochmal die Dinger hier mit. Mal kurz die Lava, die bauen wir mal kurz weg. Wartet. So. Ach, ja, ja, gut. So, weg ist die Lava. Den Eimer haben wir also leer. Mann. Ich habe gerade noch mal geguckt, ob das Licht vielleicht von das von da ist. Ach scheiße. So, das mal weg. Gucken wir mal, wie sich das jetzt hier verhält. Das läuft immer noch so komisch. Das könnte jetzt natürlich sein, weil sich Wasser nicht immer aktualisiert. Deshalb machen wir jetzt mal folgenden Trick. So, warte, wir müssen natürlich warten, bis das Wasser da unten weg ist. So, Wasser ist weg. Ja, jetzt haut sich das da rein. Und hier haben wir gesehen, da ist ein toter Strömungswinkel. So, und hier würden sie ertrinken.
Was uns natürlich auch nicht weiterhilft. So wie wir es gerade machen. Das ist ja knifflig hier. So, machen wir es nochmal alles weg. So, mal ein kurzer Aufzug. So. Und dann das noch aufmachen. Das. Dann hier mal hochsprinten. Ja, die Arbeit mit Wasser bei Minecraft ist immer ein bisschen tricky. So, dann gucken wir mal, wie sich das dann hier verhält. Das macht dann auch so. Gut. Vom Prinzip her müsste dann. Halt mal. Das so. Dann müssen wir nochmal alles zumachen. Warte mal. So. Zu, 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 zu. Und damit sollten wir dann vom Prinzip her die Strömung bekommen, die wir haben möchten. Alles Wasser weg. So. Machen, dann würden die hier immer noch durchpassen. Ja, warte mal. Gut. Luft holen. So, gucken wir mal kurz, wie strömt's? Es strömt dann immer noch so. Ach ja. So wird man hier reingezogen. Okay. So. Wenn wir das anmachen, wird man auch da reingezogen. Das da hier aufmachen, oder? So, auf. Dann mal nach hier. Dann geht's hier auch abwärts. Sehr gut.
So. Und dann da oben aufmachen, wo wir jetzt nicht rankommen. Dann sollte es vom Prinzip her auch funktionieren, hoffe ich doch mal. So, wir springen hier mal wieder raus. So. Darüber und darüber und da machen wir auf. So. Das heißt, wir müssten mit dem ganzen Kram noch eins runter, oder was? Also ich teste das jetzt mal, bis es funktioniert. Muss ja an irgendwas liegen. Kommen wir rein. Ja. Wir machen es mal anders. Ja, ich habe, glaube ich, die rettende Idee. Wartet mal. Wir machen da mal noch ein Loch rein. Der Höhe. So. Und analog hier. Nee, da nicht. Da. Ach so, kann man natürlich keine Strömung. Mal jetzt mal ganz schnell hoch. Ja. 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 So, gucken wir mal. Lass mal so runterkommen, macht das so und geht nach da. Gut. Wenn wir das machen. Aber hier wieder keine Strömung. Das heißt, vom Prinzip her, solange bald wir das obere anschalten, haben wir hier mit den unteren ein Problem. Dann müssen wir da unten eine ganz andere Lösung finden. Und zwar wie folgt. Was läuft denn jetzt noch? Zwar müssen wir die umleiten, das heißt, das müsste damit reinfließen. Wird natürlich jetzt gar nicht komplizierter. So, pass auf. Der mittlere Strahl kommt hier rein. Wir haben jetzt das Problem, sobald wir den hier anschalten, dass wir dann hier so ein Tohuwabohu kriegen. Deswegen machen wir das wie folgt. Wir machen das hier hin. So.
Damit kommen wir da nach dort. Das machen wir mal so. So, wenn wir dann das hier aufmachen, kommen wir da so rein. Gut. Und das hier aufmachen, fließt das auch da rein. Und wir haben eine Strömung, die uns langsam aber sicher noch da bringt. Sehr gut. Jetzt mal gucken, was passiert, wenn wir dann jetzt den Wasserhahn für das obere anschalten. So. Kriegen wir hier wieder so eine blöde Strömung rein? Wahrscheinlicherweise nur da. Nicht noch da. Warum denn nicht? Vielleicht deshalb. Halt mal. Wir machen nochmal aus. So, die Strömung ist hier normal. Achso, weil das da schon eher runter geht. Okay, pass auf, versuchen wir mal. So. So. Jetzt gehen wir nach da in Rückstau. Aber nach da nicht. Gehorcht das hier irgendwelchen Gesetzmäßigkeiten, das Wasser? Das ist ja wohl Wahnsinn. So, pass mal auf, wir machen es mal anders. Gehen hier einfach mal schon ein bisschen weiter runter. Zwar so. Warten wir mal kurz auf. Zip. Machen wir mal da eine Begrenzung hin.